Ja, und damit schauen wir auf die bundesweiten Bauernproteste. Es ist Tag 3 und von heute Morgen an legen die Landwirte wieder eine Schippe drauf. So sollen viele Autobahnauffahrten blockiert werden und weiter die Wut der Branche gegen die Subventionskürzungen der Ampelkoalition zum Ausdruck bringen. Das könnte vor allem im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen und Staus führen. Unterdessen sucht der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir ja erneut den Dialog mit den wütenden Bauern. Er wird auf einer Kundgebung in Baden-Württemberg heute erwartet. Keine einfache Aufgabe, denn bei seinem ersten Auftritt wurde er gnadenlos ausgebuht. Mehr von Matthias Heinrich. Die Feuerschale lodert, es herrschen minus 10 Grad vor dem Brandenburger Tor und auf dem 17. Juni stehen die Traktoren der Bauern. Sie harren weiter aus, teilweise in Wohnwagen, wollen die Rücknahme der Subventionsstreichungen. In Neckarsulm stellt sich unter Buhrufen Cem Özdemir den Protestlern. Der Bundeslandwirtschaftsminister zeigt mit dem Finger auf die Opposition. In 40 Jahren waren 31 Jahre CDU-CSU-Agrarminister in der Verantwortung. Ich will mal sagen, ich war nicht derjenige, der gesagt hat, Geizigkeit. Und kalt auch aus gegen die eigenen Leute. Wenn ein Bundeskanzler, ein Vizekanzler, ein Finanzminister sowas beschließen, dass der Agrarminister sagt, wait a minute, ich habe da ein Problem damit. Aber ich habe das nicht nur angekündigt, sondern ich habe auch dafür gekämpft. Und ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe auch geliefert. Özdemir kann die Stimmung wenden. Zum Schluss gibt es sogar Beifall. Doch die Bauernproteste sind offenbar nur der Ausdruck einer generellen Unzufriedenheit im Land. Bis zu 45% können sich derzeit vorstellen, gegen die Ampel auf die Straße zu gehen. 40% sagen eher nein. 15% sind unentschlossen. Für Unionspolitiker in den Ländern ist klar, nicht unbedingt der Subventionsabbau, sondern der Regierungsstil präge die Proteste. Die Regierung müsse aufpassen, dass sie nicht eine radikale Gelbwestenbewegung wie in Frankreich schafft. Ich bin überzeugt, die Landwirte würden so schnell es geht auf alle Subventionen verzichten. Aber dazu braucht man eine klare Strategie, einen Ausstiegsplan und diese Gespräche müssen einfach intensiv geführt werden, gemeinsam mit der Berufsschaft. Und dann kann man diese Proteste, machen ja die Bauern ganz selten, dass sie so solchen großen Aktionen aufrufen, auch wieder eindämmen. Und rechte Gruppierungen versuchen derzeit, die Proteste zu kapern und die Unzufriedenheit zu schüren. Berlin habe nicht über die Folgen des Subventionsabbaus nachgedacht, sagt der Bauernpräsident. Denn am Ende hätten wir dann in 3 Jahren neben den Niederländern den höchsten Steuersatz in der EU. Die Belgier, Luxemburger fahren steuerfrei und es wäre ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für unsere Bauern im gemeinsamen Europa. Nicht von oben herab, sondern gemeinsam einen Ausweg finden, lautet deshalb allenthalben die Empfehlung. Ob das wohl im Kanzleramt ankommt? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.